Hallo Freunde! Um 18 Uhr wird auf Twitch bei mir das erste Mal gekocht. Wir machen einen kleinen Kochstream gemeinsam mit Sturmwaffel. Das ist der Kandidat hier oben. Also schaltet unbedingt ein und verpasst nicht, was ich leckeres in der Küche zaubern. Meine Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream-Highlights, Reactions, Real-Talk und sonstigen Kram. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall mal diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal rein, meine Freunde. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ciao! Ciao, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei. Heute wieder hier... Entschuldigung, ich hab... Ist okay, hast du gerade Schlaganfall? Soll ich irgendwen rufen? Ich kann nicht aufhören, Alisa! Ich hab gar keinen Bock mehr. Bitte lass einfach schnell hinter uns bringen, ich schwöre. Mit dabei ist heute Anisa Dark, meine Freundin. Sie hat extrem Bock, mit mir heute hier aufzunehmen, Leute. Fortnite, ihr Lieblingsgame. Battle Royale ist ihre Hauptaufgabe. Ja. Ich wechsle mal ganz kurz zu meinem Lieblingsskin, meine Freunde, den man sich natürlich auch vor ein paar Tagen kaufen konnte, hier im Fortnite Item Shop. Da sage ich auf jeden Fall wieder hier, unterstütze einen Creator, natürlich nicht Anisa Dark, sondern Revinzeit. Da freut er sich auf jeden Fall. Zack, darauf erstmal ein Saldo gezogen. Anni, wir spielen ein paar Duos, let's go. Bin bereit. Wo muss ich drücken? Bereit, ja. Unten rechts, also wir haben jetzt tatsächlich schon öfters miteinander gespielt. Ja, das Ding ist, mein Gedächtnis hat halt nur so viel Platz und ich mache ja halt Fortnite daraus, so kein Plan. Das ist auch bei dir, sag ich mal, nicht nur das Gedächtnis, sondern auch einfach eine generelle Problematik mit deiner Hirnkapazität, die da sicherlich irgendwo... Weil Gedächtnis nicht zur Hirnkapazität zählt. Ja, weil das andere liegt nämlich im Hypothalamus und das eine liegt nämlich im Hippocampus. Und das sollte man wissen, Anisa. Tut mir leid. Die beiden Worte habe ich mir ausgedacht. Ja, Anni, wir beide Fortnite. Immer eine geile Zeit, die wir da eigentlich haben, oder? Ich weiß nicht, war. Ich hasse dieses Spiel so ein bisschen, aber... hat's gerade geklingelt? Jetzt hat's auch noch geklingelt bei dir tatsächlich, ja. Verfickte Scheiße. Upsi, die junge Dame scheint da die ein oder andere Aggression gegen den Postboten zu hegen. Das kann ich an der Stelle gar nicht verstehen, denn Postboten sind natürlich Dienstleister, die mir willkommenerweise meine Pakete bringen. Da muss man sich eigentlich auch ein bisschen positiver gegenüber diesen Leuten einstellen. Freunde, ganz kurz zum Grundkonzept dieses Videos. Es gibt mal wieder keins. Wir möchten einfach mal geile Duos spielen. Ich denke mal, wir spielen später noch ein bisschen den Sniper-Modus und werden hier auf jeden Fall komplett durchrasieren. Ihr habt ja letztes Mal gesehen, hier gibt es eine ganz kurze Frag-Montage von Anisa Duck zu sehen. Ja, die war nicht sonderlich lang, weil es nicht sonderlich viele Frags gab, aber sie ist ja auf jeden Fall eine der, wenn nicht sogar die weibliche Pro-Spielerin des Jahres 2018 und 17 und 14 auch, also auf jeden Fall extrem talentiert. Wir warten natürlich jetzt erstmal, bis sie wiederkommt. Ja, wir warten dann einfach und gehen mal nach Snobby Shores, nehme ich an. Stabil, absolut. Geil. Ach, da kommt doch jemand. Anni, ich befinde mich bereits im Landeanflug, wie vielleicht... Ich sehe dich, ja. Meine 8 Kilo Oliven, die ich mir aus Italien bestellt habe, sind angekommen. War also gut, dass ich die Tür geöffnet habe. Dann habe ich gleich was ich snacken kann. Wenn das tatsächlich dich glücklich macht, dann bin ich auch zufrieden. Da sind Leute gelandet. Nicht nur das, sondern vor allem habe ich halt keine Waffe. Ja, ich zum Glück auch nicht. Also passt das doch eigentlich ganz okay. Okay, Anisa, dann kommen wir ganz was mit. Hier vorne war nämlich nicht ein Gegner anzutreffen. Ja, ich gebe mein Bestes, um nicht zu verrecken. Bist du das hier, der hier so schnell baut? Ja. Oh Gott, okay. Ich werde von der anderen Seite angeschossen. Ich stecke hier. Sind nämlich halt zwei Leute. Ich bin genockt, ja. Das geht. Baby. Tut mir leid, dass uns die Oliven die erste Runde versaut haben. Woher hast du plötzlich die Waffe, Alter? Ach. Ich hätte ihn noch töten können. Ich hätte einfach auf den anderen auch gehen müssen an der Stelle. Wie viel HP hat der noch? Der hat 2 HP noch. 2 HP. Anni, stark, dass du auf jeden Fall wieder dabei gewesen bist. Gute erste Runde. Ich habe jetzt schon gar keine Lust mehr. Nice. Mhm. Reden wir nicht drüber. Ich habe jetzt auch ein neues Gimmick, darf ich dir das kurz vorstellen? Ist cool, oder? Ist ein was Schwein. Ist das Gimmick? Ich habe nur irgendwas gehört, klingt wie... Ein grünes Schwein ist es. Das Witzige ist, man sieht es im Video nicht, weil es halt grün ist, weißt du, dass es Greenscreen ist. Verstehe, damit könntest du bestimmt deine Hobby-Hentais nice synchronisieren. Würde mich auf jeden Fall freuen, dieses Geräusch wieder zu hören irgendwann. Machen die Hentais solche Geräusche? Ich denke, ja, kommt doch an. Du denkst, also du hast da keinerlei... Doch, aber ich höre die ohne Turm und es hört Erik, wenn ich... Ach so. Ja, das ist natürlich wack, deswegen. Gut, klar. Ich will jetzt auch gar nicht darüber reden, dass du wahrscheinlich auch die ein oder anderen Geräusche davon dir gibst. Das ist natürlich auch rein bildungsmäßig auf jeden Fall wertvoller Content. Es geht da wirklich auch nur um die Appreciation der Kunst, nicht um den erotischen Faktor. Was? Nein, das ist einfach nice gemalte Sachen. Das muss man einfach wirklich appreciaten. Das stimmt. Nice. Wenn 6 Tentakel eine Frau auseinandernehmen, dann ist es auf jeden Fall... Was? Bruder, was? Ich weiß ja nicht, was du guckst, aber...
Aber ich guck nur Classy Hentai Shit. Aber ich guck nur Classy Loli Hentai Shit. Was geht ab? Ich hab keine Ahnung, was. Schuldgefühlen voll saugen. Ich weiß überhaupt nicht, was für Wörter du gerade sagst, muss ich ehrlich sagen. Ich will aber jetzt auch gar nicht hab zu sehr. Ich hab gerade alle nur ausgedacht. Die gibt's gar nicht wirklich. Ne? Ist so neblig hier. Ich kann nichts sehen. Kennst du den YouTuber Nebelneek? Ja. Der wohnt hier. Krass. Haben die das Haus nach seinem Haus nachgebaut? Oh, hier ist ein Feind. Schaue auf ihn drauf. Schaffst du's? Du hast ihn echt umgebracht. Ich hab ihn getötet. Wow. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich bin überfordert mit der Situation jetzt. Wahrscheinlich ist er noch sein Partner. Ich hab Angst. Oh mein Gott, jetzt habe ich vielleicht irgendwen wütend gemacht. Baby. Mann, ich treffe ihn nicht. Ich bin so schlecht heute, Mann. Tut mir leid. Mann! Aber hey, ich hatte einen Kill. Ich finde, die Runde war super. So, pass auf, wir landen jetzt mal komplett konzentriert hier dieser gottverdammten Rennbahn, okay? Drück jetzt B. Bedanke dich beim Busfahrer. Okay, und jetzt 3, 2, 1 und raus. Okay, bin raus. Nice. Sehr gut. Und jetzt fliegen wir direkt dahin, Anni, holen uns die Waffe und rasieren jetzt hier komplett alles weg, okay? Es gibt jetzt keinen. Ich treffe nicht mehr oder ich bin schlecht drauf. Ich lege jetzt mein Handy beiseite, weil mich die ganze Zeit da Leute abfucken. Das ignoriere ich jetzt. Bin ich nur noch für Fortnite und dich da, okay? Okay, ich bin jetzt auch nur noch für Fortnite und dich da. Dankeschön. Ich bin auch für Fortnite und dich da, aber ich bin einfach kacke, aber okay. Nee. Du hast gerade immerhin einen Kill gemacht mit der Spitzhacke und das war extrem stabil. Drei Shotguns und habe gerade einfach daneben geschossen. Ich weiß nicht genau, wie man so schlecht sein kann, obwohl man das Hauptberuf macht. Ich verstehe es nicht. Okay, wir schaffen das jetzt. Wir kriegen das jetzt hin, okay? Du bist sehr positiv, das gefällt mir. Nice. Geben uns jetzt endlose Mühe. Okay, Austin ist einer. Muss nur kurz hören, wo er ist. Ich bin genockt. What the f***? Und ich bin tot. Das kann doch nicht wahr sein. Ich wurde einfach in einem Shot gekillt. Oh. Du rennst in meiner Leiche rum. Das ist dir bewusst, oder? Das passt. Die Frage, wo ist dein Teammate? Da vorne ist er. SW, siehst du ihn? Nein. Ich habe ihn gesehen. Du hast wirklich unglaublich gute Augen. Das ist unglaublich, wirklich. Ja, ich weiß. Ich habe auch früher damals als Augenarzt gearbeitet. Das wissen ja auch viele Leute nicht, ne? Krass, ja. Ja, was war so in deiner Kindheit? Was ging da so ab? Ich habe Augenärzte gehasst. Ich hatte immer erst nach 8 Monaten einen Termin und ich musste die ganze Zeit nichts sehen. Das war ziemlich kacke. Ja, und mein Augenarzt hat mir gesagt, wenn ich Karotten esse, werden meine Augen besser. Und deswegen war ich eine ziemliche Zeit lang ziemlich orange. Das war ein bisschen kacke. Ansonsten alles ziemlich easy so. War das wirklich so, dass du orange geworden bist? Ja, wenn du viele Karotten isst, bist du orange. Ein bisschen. Also wenn du so viele Karotten isst, wie ich gegessen habe, ich wollte halt wieder gute Augen haben. Da, ich sehe jemanden. Ich weiß, zwei Leute. Wow, meine Augen sind vielleicht doch besser geworden. Das Karottenessen hat sich gelohnt. Wow, gut getroffen. Gut gezielt, ja. Baby. Spannend. Ja, Mensch. Aber der eine hat immer noch einen Teammate, der hier irgendwo rumläuft. Der mich getötet hat, ne? Der muss irgendwo noch jemanden hier haben. Der wird mich gleich extrem aufregen, da bin ich mir sicher. Ja, ansonsten aus deiner Kindheit, erzähl mal ein bisschen was. Das, also. Ich hatte einen Ententeich bei mir in der Nähe und da bin ich immer abends Enten mit dem alten Brot aus unserem Laden füttern gegangen. Irgendwann habe ich erfahren, dass es total scheiße für Enten ist, mit Brot zu füttern und hatte jahrelange Schuldgefühle. Schuldgefühle ist das Wort, was du suchst, glaube ich. Ja, ich wollte nicht Selbstzweifel sagen. Hätte ich auch, aber ich meine Schuldgefühle in diesem Fall. Ja, und wie hat dich das genau geäußert? Also wir können jetzt einfach mal so eine kleine Analyse machen, weißt du? Naja, ich weiß nicht genau. Ich denke, ich wollte irgendwie kompensieren und habe mich irgendwie Annie the Duck im Internet genannt, um irgendwie Awareness für Enten zu schaffen. Gab es denn schon mal die Überlegung deinerseits eventuell eine eigene Kirche zu gründen, allein für Enten? Ich habe meine Religion gegründet, als ich 15 war. Ich möchte aber nicht darüber reden. Das war eine seltsame Phase meines Lebens. Aber ehrlich genug über mich geredet, war. Was gab es denn bei dir in deiner Kindheit als wirklich schöne Erinnerungen, die dir geblieben sind? Schön? Ja. Ja, gar nichts. Oh, das ist sehr realistisch, to be honest. Das würde einiges meiner Art erklären, oder? Ja. Kann natürlich jetzt aufgrund des Nebelaufkommens hier nicht erkennen, wo sich diese Menschen befinden. Das wären die Zombies. Die sind halt extrem bei mir in der Nähe. Oh, du musst bedenken, vorne. Nur wenn du sie nicht sehen kannst, können sie dich auch nicht sehen. Man kann halt echt gar nichts erkennen hier, wa? Was ist denn da halt irgendwo? Lauf einfach weiter, weißt du? Ja, mach das. Ich lauf einfach weiter und lass die da hinten in Ruhe. Hier vor mir war halt auch noch ein Gegner. Ist die Frage, ob die mich jetzt halt gesehen haben, ne? Soll ich snipen oder nicht? Was sagst du? Ich würde es tun, wa? Warum ist der Nebel jetzt einfach weg? Aber das Ding ist, nur weil ich es tun würde, dass das eine gute Entscheidung ist. Hab jetzt einen davon gehittet auch, ne? Es war ihm komplett egal, tatsächlich an der Stelle auch.
Oh. Hast du den getötet? Ja. Krass, 260 Schaden? Ja, war halt ein Headshot wahrscheinlich, ne? Wie kann man 260 Leben haben? Boah, diese Zombies, ey, das ist so unglaublich nervig. Krass. Die Zombies sind so stressig einfach. Nice. Das ist echt eklig, was ich hier mache gerade. Also normalerweise spiele ich nie so, ne? So, vor mir geht hier gerade so ein Battle ab. Wenn sich da jetzt einmischt, so richtig eklig, Third-Party-Shit nennt sich das, da ist man ein richtiger B***hart. Die sind halt nämlich dauerhaft unter Feuer hier, weißt du? Wenn der einmal Position bezieht... Ein ganzes Haus gebaut, Alter, krass. Oh, da oben ist ein Fenster. Nein! Oh, damn! Da war ich zu gierig. Naja, egal. War nicht schlecht gespielt. Es wäre zu schön gewesen. Es wäre echt zu schön gewesen. Trotzdem, riesiges Dankeschön für die ganzen Informationen über deine Kindheit und den Hentai-Talk, den wir hier hatten. Extrem wertvoll. Ich küsse deine Augen, wenn du schläfst. Danke fürs Dabeisein und schaut danke bei Lisa vorbei. Danke für mich ein, obwohl ich nichts in Fortnite kann. Was geht? Hä, hey, na, was? Du warst mega die Gedankenstütze. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Nutzt meinen Creator-Code. Und ein Abo für Revi. Und auch Fai Anni. Und einen netten Kommentar. Also, tschüss dann. Ciao.